Nasenpirsch 2022, die 10. Ausgabe. Allerdings, wenn man jetzt so rechnet, müssten sie eigentlich auch 10 Jahre sein. Nein, sind erst 12 Jahre. Aber wie auch immer, wir sind dabei. Wir sind hier im Schwarmbräu-Festzelt. Und natürlich gibt es ein 3-Gänge-Menü und viel prominente Gäste. So steht es zumindest in der Ankündigung. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir gleich ins Getümmel stürzen, erstmal ein Prosit. Sie und hier den Gastgeber mit hier im Zelt, Michael Wilhelmer. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Ja, willkommen zu euch. Jetzt haben wir 2 Jahre pausiert. Was empfindest du jetzt heute? Ja, zum einen natürlich die große Freude, dass es wieder stattfinden kann. Es war auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, für uns alle und auch für die ganze Region, dass so ein wichtiges Ereignis und vor allem auch in so einer Zeit jetzt, trotz allem Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten, die wir einfach zweifelsohne haben, ich glaube, tut es den Menschen gut, mal wieder aufs Volksfest gehen zu dürfen. Und das hat man am Wochenende auch gesehen. Die Stimmung war fantastisch. Auf alle Fälle. Ich glaube, das wird heute wieder ein ganz toller Abend. Ihr habt ja auch ein großes Programm wieder, die 2 Wochen über. Ich glaube, am Dienstag geht es schon wieder weiter mit den Festzeltstars. Da habt ihr auch einige Prominente dabei. Die Luna wird dabei sein, glaube ich. Die Almklausi und einige andere mehr. Jawohl, genau. Olli P. ist dabei, Lorenz Biffel. Und viel, viel Rahmenprogramm drum und wird, das Zelt wird sicherlich beben, wird zum Kochen gebracht. Und wir haben aber davor noch was Schönes, denn neben morgen Abend haben wir 7 Sterneköche hier im Haus und machen unsere Vasensterne. Das ist auch einmalig in Europa überhaupt in so einem Festzelt, so etwas besonders Exklusives zu veranstalten. Die sitzen in der König-Wilhelm-Loge. Freuen wir uns auch drauf mit ausgesuchten Bierspezialitäten. Ja, in der Tat, jeden Tag was los. Ja. Und der Abschluss ist hier mit Mr. Coco Jumbo. Ja, genau. Da geht's die 90er Party los. Gell? Die 90er Party, genau. Das ist so ein Thema, wo es doch auch schon 2019 mal in den Kopf kam. Da waren wir aber noch nicht so weit. Aber die Nachfrage ist sehr groß nach solchen Mottos und in dieser Musikzeit war es natürlich auch besonders. Können sich viele gut dran erinnern. Prima, super. Da sehen wir uns bestimmt das eine oder andere Mal. Also auf alle Fälle Dienstag ist schon mal wieder dick angestrichen im Kalender. Und für heute einen schönen Abend. Danke ebenso. Appreziert euch. Danke. Die Vasenpirsch 2020 und natürlich sind natürlich unsere... 22. Die Vasenpirsch 2022, ich habe schon wieder 2 Jahre unterschlagen. Ja, das kann aber passieren. Kann passieren, gell? Klar. Wir müssen ja 2020 anknüpfen noch. Oder nachholen. So ist das. Machen wir auch. Werden wir auch heute tun. Und 21 auch noch und 22. Also dann haben wir ja dreifach feiern sozusagen. Da kommen wir aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Normale feiern und 20 und 21, also dreifach feiern. Das machen wir. Mein Kollege hat heute Schlüpfer dabei. Es wird heute eine schlüpfrige Angelegenheit. Ach du meine Güte. Es wird eine schlüpfrige Angelegenheit heute werden. Habe ich mir sagen lassen. Oh wei, oh wei, oh wei. Wenn wir feiern, feiern wir richtig, weil das können wir. Obwohl wir Schwaben sind. Stimmt. Ihr habt ja aber auf dem Vasen gehabt heute auch noch oder die Tage auch noch eine Party. Ja. Nur zur Erklärung, warte mal, ich zeig dir schön was. Es gibt ja einmal die Vasenpirsch. Die Vasenpirsch sind bedruckte Bändel. Jawohl. Die anderen sind auch bedruckt. Bei der Vasengaudi sind es bestickte Bändel. Ne? Wahnsinn! Ja, 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 ja. Warum habe ich. Freunde und für unsere Gäste ist uns nicht so viel. Warum habe ich noch keins? Das frage ich mich auch. Königsalm@renoldi.net. Einfach anmelden. Vielleicht lasse ich dich auch rein. Oder mal noch. Ja, ich lasse dich gerade. Okay, schauen wir mal. Definitiv. Ich freue mich. Es wird geil, wir haben viele Prominenz, wir haben Bernd Roller sein. Natürlich Julia Signe sitzt heute auch bei uns. Wir haben... Ja, ja, Die machen das richtig. Wahnsinn. Warte mal, richtig ist auch... Das ist ein Schlüpferwert sein. Ja, die fangt den nachher unter. Die kriegt das richtig. Der gibt ihm richtig schön. Nein, wir haben viel Prominenz da. Wir werden wahrscheinlich auch Fernsehen da haben. Also jeder, der uns kennt, weiß, dass es nicht normal zugehen wird. Bei der Nina, also ich feiere ja alle Zelte. Es sind ja alle Zelte geil. Ja? Aber die Nina natürlich komplett massives Holzzelt. Klein, gemütlich. Das sind natürlich hier. Das ist schon top. Das beste Zelt, würde ich sagen. Also hier, Schwarmwelt ist natürlich auch top. Aber die Nina macht schon ein bisschen was Neues. Macht eine kleine, in Anführungsstrichen, Almhütte. 2.000 oder 2.500 Leute rein. Das ist richtig geil. Sehr schön. Man muss es erlebt haben. Man muss alle Zelte erlebt haben. Jedes Zelt hat es. Lass das nochmal sehen. Das muss man mal genau angucken. Nein, du kriegst einen Schnipp. Komm. Ich weiß, du stehst auf Rosa. Rosa ist deins. Ja, natürlich. Jetzt haben wir das Sternchen. So. Der Rest ist was wollt. Siehst du, so sieht es aus. Ja, so muss das sein. Es ist ja eigentlich keine. Es ist ja gar kein Schnipp. Es ist eigentlich ein Hut. Richtig. So. Es ist ein Hut.
Es ist eine Maske. So sieht's aus. Man weiß nicht, ob heute Corona kommt oder irgendein anderes Ding. Vasina, Vaserina oder so. Dann bist du safe. Vor allem mit diesem Label. Mega. Das hätten wir vor 2 Jahren schon gelaufen. Ja, da hätten wir so mal. Hätten wir feiern können. Heute feiern wir. 10 Jahre Vasenpirsch. Kann man glauben, dass es schon so lange wieder gibt? Oh, jetzt. Bin jung. Okay. Ich sagte 10 Jahre Vasenpirsch. Man kann es kaum glauben, dass es schon so lange wieder existiert. Ja, 10 Jahre. Eigentlich schon 12 Jahre. Wir mussten ja Zwangspause machen und freuen uns umso mehr, dass wir jetzt wirklich wieder feiern können. Und ich glaube, das sieht man auch in den Gästen, die freuen sich auch. Und eine gewisse Normalität ist wieder eingetreten. Wir freuen uns riesig, dass wir wirklich so tolle Gäste haben und richtig schnell feiern können. Und das genießen wir heute Abend einfach mal. Das genießen wir auf alle Fälle. Nochmal danke für die Einladung wieder, wie jedes Mal. Wieder immer eine tolle Veranstaltung. Und natürlich, ihr habt wieder fürs Kinderhospiz. Fürs Kinderhospiz ist auch schon 75.000 Euro haben wir da gespendet. Okay. Und du gehörst da eigentlich auch schon zur Familie dazu. Seit der ersten Stunde bist du dabei. Das stimmt, genau. Ja. Korrekt. Also, schön, dass du da bist. Hier wird gesammelt fürs Kinderhospiz und ich glaube, die Spardose füllt sich schon ganz ordentlich. Gut gefüllt, ja. Und ich glaube, Almklausi hat gerade hier auch was reingetan oder dazu beigetragen, dass es voll wird. Ja klar, das für einen guten Zweck. Hospiz Stuttgart bin ich super. Na klar, spenden wir noch was. Also bitte. So machen wir es nachher auch noch, wenn er bei uns drüben ankommt. Jetzt ist natürlich die Frage, du bist hier natürlich immer für Stimmung zugange. Ich sage jetzt mal, was kann man dieses Jahr von dir erwarten? Dieser möchte ich auch mal ein bisschen feiern. Ich kann nicht immer nur Stimmung machen. Ich habe das ganze Jahr was zu tun. Aber nächsten Dienstag, meine ich. Ab Dienstag wird es richtig geil. Das wird richtig gut. Ich habe auch viele Kollegen, Mark Terenzi kommen, Theresa Fischer von Germanex. Ich habe ein paar Leute eingeladen. Das wird richtig lustig. Loris Büffel, Luna, Nancy Frank, Olli P. Ich finde ein sehr, sehr geiles Programm dieses Jahr. Also, da lassen wir uns überraschen und wünschen dir jetzt heute noch einen schönen Abend. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Jetzt setze ich mich einfach mal hier so ganz frech hier bei dir an den Tisch hin. Ja. Ja. Wie, erstmal. Alle Jahre wieder. Nein, alle Jahre wieder. Falsch, eben nicht. Nee, eben nicht. So eben ist es. Ja. Aber wenn es stattfindet, dann alle Jahre. Ja, Gott sei Dank, es waren 2 Jahre Pause, ne? So ist es. Ja, ja. Ja, freuen wir uns, dass es wieder klappt. Habt ihr was vermisst? Ja, schon. Also, ich finde es richtig toll und die Leute, die gehen ja aus sich raus, das merkst du ja richtig, ne? Die haben Nachholbedarf nach der Zeit, ne? Und von dem her finde ich es klasse, dass es wieder so stattfindet in diesem Sinne, ne? Auch wenn vieles natürlich jetzt schon wieder in eine Richtung geht, wo man sagt, naja, Spreader und so weiter. Nein, also ich sehe das ein bisschen anders. Und man merkt ja auch, die Leute haben einen Riesenspaß. Und darauf kommt es doch jetzt in den 2 Wochen an. Ganz genau, ganz genau. München hat ja schon vorgelegt. Aber ich glaube, ihr seid auch ganz gut wieder aktuell vertreten überall. RTL, rauf und runter. Was gibt es sonst noch Neues? Naja, wir haben jetzt viel Live-Sendungen war hier eingeladen. Es hat ein Spezial und Landesschau. Wir haben jetzt tatsächlich auch mal wieder mehr dieses Thema Öffentlich-Rechtliche gemacht. Ist ja auch gut, muss auch mal wieder sein. Ja, und ich bin auch immer dafür, dass man so ein bisschen auch was Lokales dann mal wieder macht. Ne? Weil ich komme von hier und ich lebe gern hier. Und dann muss auch natürlich ein bisschen lokale Presse, Fernsehen auch ein bisschen sein. Das ist ja ganz klar. Und ich bin ja ein Schwabe. Ja, und so das soll ja auch so bleiben. Das sind wir ja beide. Genau, was gibt's von deiner Frau da jetzt? Ich soll auch mal geschwind. Ja? Kurz mal Hallo darf sagen. Da müssen wir kurz mal hier. Ja, ja. Warte, darf ich mal dich kurz unterbrechen? Einmal jetzt kurz. Jetzt war ja vorher schon dabei. Ja, da, jetzt ist was anderes. Jetzt sind wir hier mit der Kamera unterwegs. Jetzt sind wir woanders. So, genau. Was geht's denn? Ja, wie gefällt's denn dir mal wieder so nach der Zwangspause? Also ich finde es mega toll. Es ist mehr los wie damals, vor 3 Jahren, glaube ich, war die Basis das letzte Mal so richtig. Ich finde es richtig toll und die Leute können endlich mal wieder ihr Leben genießen. Ich feiere das hart und bin total am Start. Ich genieße es auch selber gerade richtig gut. Ja, vor allem, sie war ja heute ein bisschen müde erst. Dann habe ich gesagt, du, ich gehe alleine, ist kein Problem. Ne? Nein, natürlich nicht, nein. Sie muss ja mitkommen. Natürlich. Uns gibt es ja immer im Doppelpack. Ja. So ist es. Gewinnen dann gemeinsam. Ja. So ist es. Na klar, wir haben ja immer einen Spaß miteinander. Und ich glaube, das merken die Leute auch und wissen die Leute auch. Und es ist authentisch und darum geht es uns eigentlich. Ganz genau. So ist es. Und ihr habt jetzt schon gut gegessen, gut getrunken? Ja, es ist wie immer in Stuttgart oder in Bad Württemberg kann es halt gut essen. Das ist ähnlich wie in Österreich. Das Essen ist top hier. Da gibt es... So ist es, genau. Ja. Wir warten jetzt auf die 2. Runde und dann sind wir, haben wir eine gute Basis für den Rest des Abends. Jawohl, also dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke sehr. Hau rein,
wir sehen uns. Dankeschön, alles Gute. Schönen Abend noch, danke. Danke.